sind wir wieder. Eine kurze Unterbrechung nur gewesen. Familienattack hat gerufen. Jetzt erkunden wir aber erstmal weiter die Höhle. Und da Nara unendlich unter Wasser tauchen kann, ist ja super. Einfach mal ganz kurz genießen, wie es hier unten aussieht. Mensch, wo die überall gebaut haben, ist ja echt fassungslos. Die Leute. Okay. Und wieder tauchen. Die Münzen nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, einmal ganz kurz gucken. Voll. Ah, okay. Wenigstens haben wir Münzen bekommen. Vollautomatische, okay. Oh, dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Kitesh? Gut, große Stadt. Kitesh. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben, du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Okay. Ich hab mir schon gedacht, wo der bleibt. Oder ob er überhaupt noch mal hochkommt zu uns. Weil den haben wir auf dem Berg ja zurückgelassen. Deswegen. Okay, hör mal, hier hat irgendwas geblinkt. Hahaha. Okay. Da sind wir auf der... okay. Warte, ich hab irgendwas schlimm gemacht. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen Sie zurück, wo wir können. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können. Ja. Okay. Ich dachte, der sagt jetzt noch irgendwas zu uns. Ah, Verbündeter. Okay. Kommen wir an Orte natürlich ran, wo wir vorher nicht hingekommen sind, mit diesem Wurf. Ja, Haken. Okay. Karte aktualisiert.
Aha. So, Feuer. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Hält er nicht? Ah. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Okay. Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Okay. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Da. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber, irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Lara! Oh nein!
Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Okay. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht es dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Okay. So. Alte Waffen haben wir versteckt. Halt was. Kletterpfeil, okay. Halte zum Aufladen. Okay. Aha. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Okay. Cool. Ja, dann geht's schon mal los. Ach so, warte. Warte, wenn ich schon einmal hier oben bin. Sehr schön. Ich wusste, dass da noch irgendwas. Nee. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht mehr rüber. Ah, der Pfeil ist noch da. Cool. So. Okay. Da ist noch so ein Tonband. Das habe ich ja gerade gesehen. Okay. Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Das stimmt. Ihr habt sie ja schon damals auf der Insel nicht zurückgelassen. Okay, und dann nochmal hier ran. So, jetzt aber.
Ach, ernsthaft? Ah, nee, Kamera kann ich nicht drehen. Okay, geschafft. Also das Lagerfeuer brennt da nur. Gut. Ja, hier waren wir ja schon soweit überall. Achso, wartet mal. Ein Sturm kommt auf. Okay, jetzt probieren wir es mal. Cool, geschafft. Das ist ja cool. Hier kommen wir nicht rein. Okay. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Weil sie sagt, ein Sturm zieht auf. Das ist wie bei Monster AG, ja? Hörst du das? Ein neuer Wind zieht auf. Das sagt doch der komische Wurm-Wiesel-Typ da zum Mike Krasowski. Ist mir nur so gerade in den Kopf geschossen. So. Ah, du bist ja immer noch hier. Haben wir hier? Hier wäre ein Laser-Zielfernrohr. Nö. Granatwerfer. Das hier ist... Okay, dann haben wir noch 140 übrig. 145. Ah, 175 kostet. Ne, wir nehmen das hier. Die Waffen-Upgrades. Haben wir nur noch 90 übrig? Ja. Okay. Das können wir jetzt hier am Lagerfeuer nochmal schnell gucken. Ich weiß, ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Ja. Okay, unseren Kupferbogen. Was haben wir hier? Die Haltezeit. Wir können dann länger halten. Mehr Öl. Okay. Ja, dazu brauche ich auch noch mal Öl, okay. Für... Warte. Ne, Gewehr wollten wir jetzt nicht gucken. 3 von 4. Die haben wir auch alle. 3 von 4, okay. Und... Bögen 3 von 4. Okay, gut. Nochmal ins Gewehr gucken. Da könnten wir die Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Und die Schusssequenz erhöhen. Hier können wir die Schusssequenz auch erhöhen. Ich will erstmal das machen.
Das auf jeden Fall. Doppeltes Clip-Magazin, ja, mehr Schaden. Was bräuchten wir dafür? Aha, Magnesium und mehr Zahnräder. Oder Schrauben, hier auch nochmal Schrauben und Federn. Federn haben wir. Hier bräuchten wir nur noch Öl. Okay, und hier bräuchten wir jeweils Öl und... Nee, kein Öl. Schrauben. Okay, Schrauben. Ja, Schrauben und Federn, das ist so wieder eine Menge. Okay, dann nochmal schnell in die Fähigkeiten reingucken. Dann tun wir jetzt mal hier erstmal den hier, den ersten machen und dann noch den hier. Starke Medizin. Dann haben wir sozusagen den Kampf. Fertig. Okay. Achso, halt. Jetzt muss ich ja... Mal gucken, wie hoch kommen wir denn? Dahin. Okay. Sehr schön. Da kriegen wir doch gleich wieder irgendwas Neues. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvor gekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Ja, das ist leider nie angekommen. Hier noch irgendwas unten, aber... Pass auf, wir kriegen eine Waffe und wieder runter. Da ist noch freigeschaltet. Dahin könnten wir. Elegant runter, nur nicht mehr hoch. Okay, gucken wir nochmal die Waffe uns an. Zur Waffe. Na. Doppelläufig ist das, hä? Tatsächlich. Na gut, in der habe ich ja schon einiges investiert, aber die macht natürlich mehr Schaden. Ja, hier können wir jetzt nur... Rückstoß. Nachlader, Rückstoß. Okay. Ja, eine doppelläufige Schrotflinte. Okay. Ja, nee, wir behalten die hier. Die haben wir schon soweit gepimpt. Und gut ist. Ja, ich weiß, es wird kalt. Obwohl. Wir machen Folgendes. Bevor ich jetzt hier weitermache, werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich lasse hier kleinen Lara sich aufwärmen im Lagerfeuer. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wenn wir sozusagen Jonas retten aus dem Engel von Trinity. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao.